Ich bin wieder einigermaßen in der Normalität angekommen und damit können wir auch langsam wieder reinstarten mit dem ein oder anderen Video. Heute stehen die Foot Champions und die Division Rivals Belohnungen an. Ich würde sagen, wir starten auch direkt rein. Let's go! Jo, servus Leute und damit herzlich willkommen endlich mal wieder zu einem neuen Video. Das letzte ist jetzt fast 2 Wochen her, beziehungsweise vor 2 Wochen habe ich ungefähr gestreamt. Lag einfach daran, für die, die es nicht mitbekommen haben, ich wurde am Kreuzband und am Meniskus operiert, also eine schwere Knieverletzung hatte ich, wurde jetzt operiert letzte Woche am Dienstag. Von daher konnte ich jetzt die letzten Tage und Wochen, beziehungsweise also die letzten 2 Wochen, nicht wirklich was machen, lag eigentlich nur im Bett und musste Schmerzmittel nehmen, also war wirklich nicht wirklich leicht und ist eigentlich auch immer noch nicht, aber ich gebe mir jetzt ein bisschen Mühe, dass ich jetzt zumindest mal für euch ein paar kleine Videos wieder aufnehmen kann. Mit Streamen wird es, denke ich, noch ein bisschen schwierig. Ich muss mal schauen, wie das Ganze hier so geht. Vielleicht werde ich Weekend League immer mal ein paar Spiele, so 5 Spiele am Stück streamen und dann eine Pause machen und dann später nochmal 5 Spiele streamen oder so. Könnte ich mir gut durchaus vorstellen, dass wir das so machen. Aber ja, wie gesagt, durch die Verletzung eben kann ich nicht so lange auf dem Stuhl sitzen, muss eigentlich lieber das Bein etwas hochlegen und mich ein bisschen wirklich auch noch schonen. Von daher, ja, Videos gehen auf jeden Fall die nächste Zeit. Vor allem die Rewards-Videos werden natürlich immer kommen und wie gesagt, ab und zu mal ein paar Streams wieder am Start. So, wenn ihr Bock habt, lasst gerne natürlich noch einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mir gute Besserung wünscht, könnt ihr mir natürlich auch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ja, falls ihr neu seid, gerne ein Abo da lassen, um nichts mehr zu verpassen. Wie gesagt, also ich werde versuchen, jetzt wieder zu streamen. Es sollte, denke ich, gehen. Also Schmerzen gehen mittlerweile einigermaßen, also es ist noch im Rahmen. Von daher wird es jetzt auf jeden Fall wieder weitergehen. Und ja, damit würde ich sagen, laufen wir auch nicht mehr lange rum und starten rein in die Rewards. So, da ich natürlich, ja, wie gesagt, operiert wurde, habe ich natürlich nicht so viel gespielt in den letzten Wochen. Ich habe natürlich ein bisschen Foot Champions gespielt, Division Rivals gespielt, beziehungsweise Division Rivals habe ich gar nicht gespielt, aber Foot Champions habe ich gespielt. Von daher kriegen wir jetzt auch nicht hier die krankesten Belohnungen. Wir sind ja aber trotzdem in Rang 3, von daher können wir mal schauen, nehmen wir die Packs oder nehmen wir die Coins. Ich glaube, wir nehmen heute mal die Untradable Sets, 4 Megapacks ist mir doch lieber als 34.000 Münzen, von daher würde ich sagen, nehmen wir das. Und können ja zumindest vielleicht eine Scream-Karte oder ähnliches ziehen. Oder vielleicht auch eine Champions League-Karte. Ist ja aktuell einiges in Packs. Von daher nehmen wir mal die Untradable Sets mit. Und mit denen starten wir auch direkt mal rein, würde ich sagen, bevor wir in die Foot Champions Belohnungen gehen. 4 Megasets. Da können wir natürlich auch ordentlich Verbrauchsobjekte, viel Teamfitness, die man ja jetzt wieder braucht, bekommen. Also das ist auf jeden Fall auch wichtig. Und diese neue Animation ist einfach mega, mega geil, muss ich sagen. Also ich feiere die richtig krass. Bin gespannt auch schon auf die nächsten Events, was dort so auf uns zukommen wird an Animationen. Also da haben sie sich auf jeden Fall was Geiles zusammengebaut, muss ich sagen. Also es sieht wirklich sehr, sehr geil aus und es gibt auch sehr, sehr viele Möglichkeiten, was die da machen können. Im ersten Pack mal Julian Brandt in 84er, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ist sehr, sehr geil, würde ich sagen. Für Untrades, SBCs und so weiter können wir die auf jeden Fall gebrauchen. Von daher alles in Verein. Vertragspack nehmen wir mit, die Spieler tauschen wir aus und dann geht's weiter mit dem nächsten. So, nächstes Pack, 35k Pack Nummer 2. Mal schauen, ob wir einen Walkout heute bekommen. Aus den 35k-Sets wäre natürlich geil. Aber sieht jetzt hier erstmal nicht danach aus. Es wird erstmal eine normale seltene Karte. Und zwar Ljajic. Nächstes 35k Pack Nummer 3 am Start. Komm schon. Jetzt wollen wir mal was Geiles hier haben. Vielleicht die erste Spezialkarte. Ach, wird wieder nichts, wird wieder eine normale Karte, da können wir direkt mal drüber skippen. Schauen wir mal, was noch so drin ist in dem Set, aber wird nichts Besonderes sein. Wir haben, ja, einen 75er. Und damit das letzte Pack aus Division Rivals, 35k Pack. Wenn jetzt hier nichts drin ist, hat sich das nicht wirklich gelohnt, dass wir die Untradable Sets genommen haben, weil wir einfach nur einen 84er hatten. Ja, wir gehen zumindest ins Stadion mit Belgien, Stürmer. Das dürfte Lukaku sein, ist immerhin eine 85er-Karte, dann ist es relativ in Ordnung, würde ich sagen. Aber natürlich werden wir mit den 34.000 Münzen, denke ich mal, besser gefahren als jetzt hier mit den Packs. Wir haben Julian Brandt und einen Lukaku rausgeholt aus den 4 Sets und eine Champions League-Karte. Okay, dann ist es schon ein bisschen besser, weil die können wir für die SBCs gebrauchen. Ich muss nämlich noch diese eine Champions League SBC machen, werde ich vielleicht auch noch in diesem Video machen. Und von daher ist es auf jeden Fall geil. Unsere erste Champions League Karte, leider ohne Animation. Und damit würde ich sagen, starten wir rein in die Weekend League Rewards. Und ja, ich habe gespielt bis Gold 3. Ich muss sagen, ja, es war nicht die optimalsten Voraussetzungen natürlich für eine Weekend League.
Ich habe in meinem Bett meistens im Liegen gespielt. Da kann ich mich einfach oder kann ich einfach nicht richtig spielen. Das war irgendwie sehr, sehr komisch. Sehr, sehr weit weg gesessen vom Bildschirm und so weiter. Also habe dann auch bei Gold 3 aufgehört. Das hat dann auch keinen Sinn mehr gemacht. Von daher, ja, Gold 3 war sowieso das Beste, was wir bisher hatten. Was die Rewards angeht, haben wir nämlich die Baller gezogen und Semedo aus der ersten Woche. Von daher ist Gold 3 vielleicht sogar das Richtige, was wir hier haben. Wir schauen einfach mal, wir lassen uns überraschen. Griezmann, Ben Yedder, das sind die Karten, die ich haben will. Und wir hoffen einfach mal. Wir gucken einfach mal, was es sein wird. Spielerpick Nummer 1 und ja, gut. Mantalos, Suchek und Angel. Ich würde sagen, wir nehmen das Rating und den Spanier mit Angel. Keinen von denen werde ich jemals spielen. Die werden irgendwann wieder in der SBC wandern. Von daher, zweiter Pick. Komm schon, jawohl, das ist gut, das ist richtig gut. Martinez, mit dem kann ich nämlich was anfangen, weil der natürlich einen grünen Link für Dybala bringt. Vielleicht spiele ich den sogar, weil der hat echt geile Werte eigentlich. 4 Sterne, 4 Sterne, 80 Ausdauer, 91 Sprungkraft sogar, krass. Ist aber nur 1,74 groß, 87 Stärke, also ist ein richtiger Büffel. 87 Abschluss, also das könnte eine richtig geile Karte sein. Gefällt mir richtig gut. Ich denke mal, den werde ich vielleicht mal in mein Team einbauen. Mal gucken, ob ich das irgendwie hinbekomme, aber es sollte eigentlich gehen. Von daher nehmen wir die mit. Ich bin relativ zufrieden mit Martinez, muss ich sagen. Hätte schlechter kommen können. Und dann gehen wir mal in die Packs rein. So, und auch hier haben wir wieder 35k Packs am Start. Mit denen starten wir auch wieder rein. Und dann natürlich noch das 50k Set, wo ich mir jetzt natürlich schon nochmal eine Champions League Karte erhoffe. Und da ist sie auch schon. Das ist ein Workout Champions League Spieler. Komm schon, Frankreich, das ist gut. Linkes Mittelfeld. Bayern München, das ist Kingsley Coman, 84er. Bayern München, Champions League Spieler. Let's go. Richtig geil. Der erste Champions League Spieler, den wir so ziehen, den wir sehen, beziehungsweise den anderen hatten wir vorhin auch schon, aber der erste Walkout Champions League Spieler ist ein Bayern Spieler. Sehr, sehr geil. Kingsley Coman, ich habe keine Ahnung, was der wert ist. Wahrscheinlich auch nicht viel mehr als seine normale Karte, aber wir lassen uns mal überraschen. Maximal Range 30.000. Ja, der kostet ungefähr ein bisschen mehr als seine normale Goldkarte. So 11.000 ungefähr. Nehmen wir mit auf jeden Fall. Das geht schon mal klar für ein 35k Pack. Ist auf jeden Fall schon mal besser als das, was wir vorhin hatten. So kann es weitergehen, würde ich sagen. Vielleicht nochmal ein Walkout hier aus den beiden Sets. Mega Pack Nummer 2. Mal gucken. Das wird wieder ein Walkout, aber normaler diesmal. Das müsste Skriniar sein. Von Inter Mailand ist okay. Aber Back-to-Back Walkout aus den 35k Sets. Jetzt, wo sie tradable sind. Das ist nice. Ja, was soll man sagen? Skriniar wird wahrscheinlich nicht so viel wert sein. Aber Walkout nehmen wir natürlich mit. Back-to-Back Walkout. Und einen Lucas Leiva noch dahinter. Schau mal kurz, was Skriniar kostet. Ja, fast gar nichts. So 13.000 oder so für einen 86er. Den werden wir uns wohl für SBCs aufheben. Und was haben wir hier noch? Ein Pickford. Den nehmen wir mit. Bittencourt und Neuhaus nehmen wir auch mal mit, weil er gerade die Bundesliga-SBC rausgekommen ist. Damit kommen wir zum 50k-Set. Das Pack, wo ich mir am meisten natürlich erhoffe. Vielleicht nochmal ein Champions League-Spieler. Wir lassen uns überraschen. Ne? Seltenes Spieler-Pack. Komm schon. Bisher haben die nicht gegönnt bei mir. Oh, es ist richtig hell gewesen. Keine Ahnung, was es ist. Wir haben Kroatien. LM ist Stiften. Okay, ist ein Inform. Ich dachte kurz Perisic, aber es ist Orsic. 93 Tempo, 84 Schuss. Für eine 79er Karte sind das richtig starke Stats eigentlich. Aber ja gut, Nation, Verein ist jetzt nicht wirklich gut zu linken. Dürfte natürlich auch nichts wert sein, weil wir haben Eder Militao noch am Start als Champions League Karte. Das geht natürlich gut ab. Der bringt uns auch nochmal über 10.000 Münzen. Also ich bin sehr, sehr zufrieden mit den Rewards, muss ich sagen. Wir haben Coman, Militao als Champions League Version, einen Mahrez und einen Diego Costa auch noch in dem Pack drin. Also das kann sich sehen lassen. Das nehmen wir mit. Ich glaube nicht, dass der was wert ist, ehrlich gesagt. Aber den könnte ich mir gut vorstellen als Einwechselspieler für die Weekend League. Von daher nehmen wir den mal mit. Die beiden nehmen wir auch mal mit. So, ich habe jetzt nochmal schnell die ganzen Champions League SBCs abgeschlossen. Nämlich einmal die Top-Spiele und einmal diese Momente-SBC, wo wir eine Champions League-Karte abschicken mussten. Da habe ich unseren Tilo Kehrer, den wir untrade gezogen haben, reingepackt. Und von daher haben wir jetzt nochmal ein paar gute Sets am Start. Die werden wir natürlich jetzt auch nochmal mit aufmachen und gucken mal, dass wir vielleicht noch eine Scream-Karte bekommen. Oder vielleicht noch die ein oder andere Champions League-Karte. Wir haben jetzt nochmal 4 Packs hier am Start. Megaset, seltene Gold-Pack,
Prime Gold Spielerset klein und Premium Gold Spielerset. Wir gehen rein und hoffen mal auf was Geiles. Komm schon. Das kleine Prime Gold Spielerset bringt uns zumindest mal ins Stadion mit der Schweiz, aber es wird kein Walkout, aber es wird Roman Bürkid und er hat immerhin eine 85. Damit bin ich auf jeden Fall zufrieden, das geht vollkommen klar. Nächstes Pack ist das seltene Goldset, das machen wir als nächstes, danach 35k Set oder 25k Set. Wir schauen mal, was haben wir hier im Start? Kein Walkout leider. Holland, was haben wir hier? ZM. Oh, von Liverpool, das ist Wijnaldum, das ist nice, let's go, 84er. Jorginho Wijnaldum. Ich weiß nicht mehr, ehrlich gesagt, was der wert ist. Der war natürlich vor ein paar Wochen mal oder vor ein, zwei Wochen mal 30k wert. Aber ich glaube, dass er jetzt nicht mehr wirklich viel wert ist. So um die 13.000 vielleicht noch. Ist trotzdem stabil natürlich. Also nehmen wir mit. Und damit gehen wir rein ins 35k Set. Und zum Schluss machen wir dann noch das Premium Goldspieler Set. Und hoffen natürlich nochmal auf einen Walkout. Ja, wird's ein Walkout. Let's go. 35k Pack. Komm schon. Portugal. RF, nein, warum nicht Stürmer? Warum nicht Stürmer? Ah, schade, aber Bernardo Silva ist gut. Bernardo Silva ist nicht schlecht, 87er Rating, ist okay. Aber Portugal kann eigentlich nur dann er sein oder Ronaldo, das ist halt schon heftig. Und da hofft man natürlich, dass der Stürmer angezeigt wird. Schade, schade, wirklich. Letztes Pack für heute, ich bin trotzdem sehr zufrieden. Wir haben heute eigentlich sehr, sehr viele Coins gemacht mit den Rewards, also das geht fit, würde ich sagen. Jetzt können wir nochmal schauen, was hier nochmal kommt. Aber hier kommt nichts. Hier gehen wir nicht mal ins Stadion. Und wir beenden das Pack-Opening mit einem 82er Bastos. Wie soll es anders sein? 50 Pace sind am Start. Und es rundet unser Pack-Opening doch sehr, sehr gut ab, würde ich sagen. Also wie gesagt, ich bin relativ zufrieden, muss ich sagen, mit unserer Ausbeute heute. Hätte durchaus deutlich schlechter sein können. Von daher schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr in euren Packs gezogen habt. In der Weekend League und in euren Division Rivals Belohnungen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Gerne auch ein Abo da lassen, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im nächsten Stream wieder. Macht's gut, bis dahin. Euer Jules, haut rein.